Hallo, hallo, hallo. Aufmerksamen YouTubern wird es nicht entgangen sein. Wie man im Titelbild sieht, ich mache es wieder, ich tue es wieder. Ich fahre nach Innsbruck zum Trail Run Festival 2024. Ich kann euch nicht hören. Genauso. Ja. 2. bis 4. Mai 2024 Innsbruck Alpine Trail Running Festival. Es steht der K25 am Plan mit 800 Höhenmetern im positiven und glaube 1200 Höhenmeter in die negative. Meine bessere Hälfte kommt mit, nicht nur als Support, sondern sie läuft mit. Die ist auch schon angemeldet. Ja, es wird schmerzen, es wird wehtun, es wird anstrengend. Es wird der Weg dorthin anstrengend und trotzdem wird es sicher eine leibende Erfahrung. Einfach weil ich aus dem vergangenen Jahr einiges gelernt habe und diese Fehler, die ich gemacht habe, werde ich nicht mehr machen. Vielleicht mache ich andere Fehler, man wird sehen. Bin ja letztes Jahr nur den K15 gelaufen. Ein kurzes Video dazu habe ich da. Ja, was soll man noch dazu sagen? Ich habe die E-Mail bekommen, dass die Anmeldung startet, dass es ein Sonderangebot gibt, ein Blitzstarterangebot für die ersten 400 Anmeldungen. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, ich mache da mit. Es war auch... Ich glaube, noch 2-3 Stunden waren die 400 Plätze weg. Ja, und wie geht es dann weiter? 14 Tage davor Halbmarathon in Wien auf der Straße. Das kommt ganz gut. Eventuell, und das steht aber noch in den Sternen, 2 Wochen vor Wien, dass ich vielleicht in Bad Fürslau laufe, aber nicht den Halbmarathon, den Trail-Halbmarathon, sondern eher nur die 10 Kilometer, das ist Vorbereitung. Schauen wir mal, ob das so reinpasst. Das wäre so meine Frühjahreslaufveranstaltungsplanung. Ich glaube, das ist eh genug. Im Herbst eventuell mache ich nochmal Salzburg. Aber da habe ich noch ein bisschen Zeit, weil Salzburg findet sowieso erst in einem Monat statt und vorher gibt es eh keine Anmeldung. Und somit habe ich da noch ein bisschen Zeit, mich damit zu befassen. Was ich auf jeden Fall machen muss, sind einige Bergläufe, viele Bergläufe, Bergintervalle. Ich muss lernen, mit Trailrunning-Stöcken umzugehen. Dazu sollte ich mir zuerst einmal welche besorgen. Das heißt, ich werde demnächst einmal in das Laufgeschäft meines Vertrauens gehen und einmal schauen, wie lang müssen die überhaupt sein. Was gibt es alles? Ich habe eh schon ungefähre Vorstellungen. Auf jeden Fall müssen sie zusammenklappbar sein. Keiner hat 4 Stunden die Stöcke in der Hand. Und ich rechne definitiv mit 3,5 bis 4 Stunden Laufzeit auf die 25 Kilometer. Das war mal ja, das Erste. Und jetzt nehme ich euch mit auf einen kleinen Lauf. Eventuell erzähle ich euch da noch ein paar kleinere Gedanken zum Training und so weiter. Aber das werdet ihr gleich sehen. Bleibt dran und weiter geht's. Ja, ich weiß, ich wollte euch zu einem kleinen Läufchen jetzt mitnehmen. Aber bevor ich das angehe, wir haben heute Montag, den 25.09. Es sind noch exakt 209 Tage bis zum Wiener City Marathon für den Halbmarathon und 222 Tage bis zum Trailrunning Festival in Innsbruck, wo ich auch laufen werde, mit meiner besseren Hälfte natürlich. Das heißt, wir beginnen ab heute mit den Trainings. Ziel wäre es,
zumindest dorthin zu kommen, dass ich sagen kann, jedes Wochenende wirklich einen Long Run, jetzt endgültig auch über den Winter durchzuziehen, zwischen 15 und 30 Kilometer. Dort muss man hin. Wenn ich das nächste Jahr unbeschadet überstehen will, muss ich dorthin. Dazwischen natürlich Tempoeinheiten, VO2 Max Einheiten kommen mit der Zeit. Ja, jetzt wieder Gewicht runter. Es ist etwas gedroppt in den letzten Tagen und Wochen, aber zu wenig. Aber ich glaube, es wird. Momentan hat mein Fitnesscenter ja noch geschlossen. Leider, das dauert noch ein paar Wochen, bis die wieder aufsperren. Da muss ich schauen, vielleicht nehme ich mal sogar frei, dass ich einer der Ersten bin. Oder zumindest Homeoffice. Und ja, würde mal sagen, ich gehe es jetzt dann an und nehme euch mit auf meinem Weg zum Wiener City Marathon, wie schon des Öfteren. Wie vorhin erwähnt, Anmeldung ist erledigt, das ist alles geschehen. Und jetzt gehen wir es endgültig an mit dem Training. Die Motivation kommt langsam zurück und Vollgas. Man will ja nicht ganz abstinken dort, nicht wahr? Ich bin jetzt eine ganze halbe Stunde unterwegs am Kanal, wie man sieht. Ja, normalerweise bin ich ja ein Morgenläufer. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was treibt mich dazu, um 18 Uhr nach der Arbeit nur laufen zu gehen? Ja, kann ich ganz leicht beantworten. Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Ahnung, außer vielleicht den Körper auch mal was anderes zu gönnen. Ja, es hat schon einen Hintergrund. Ich habe versucht, mich untertags kohlenhydratarm zu ernähren, soweit es gegangen ist, und ich würde jetzt einfach schauen, dass ich die Speicher so gut wie möglich leer bekomme. Ganz geht eh nicht. Dann müsste ich wahrscheinlich einen Halbmarathon fast laufen. Aber es ist egal. Ja. Aber dann gibt es bei mir heute Abend nur mehr Proteine, Fette, keine Kohlenhydrate mehr. Das heißt, ich habe leere Speicher, mit denen ich dann laufen gehe. Da dann ein bisschen weiter als heute. Vermutlich einmal. Einfach nur um den Stoffwechsel zu trainieren. Sagen wir mal so. Ja, ich weiß, es ist kein richtiges Stoffwechseltraining. Dazu müsste ich jetzt Intervalle laufen, auf die ich eigentlich keine Lust habe. Ja, das war es eigentlich fürs Erste. Und man sieht, ich schwitze schon ganz schön. Schon langsam sollte ich mich auf dem Heimweg machen, weil ich muss aufs Klo. Wie gewöhnlich. Das ist halt das Problem beim Abendlaufen, dass ich da alles lernen muss, wann esse ich was als letztes. Ich habe versucht, erst vor einigen Stunden das letzte zu essen. Und ja, das muss ich erst lernen. Wenn ich in der Früh laufen gehe, habe ich es eh halbwegs im Griff. Aber wenn ich da manchmal ein bisschen schludrig bin, weiß ich, ich sollte eigentlich so ab 5, 6 am Abend nichts mehr essen. Und somit, ja, begebe ich mich jetzt langsam auf den Heimweg und wir sehen uns dann. So, ich weiß jetzt definitiv zwei triftige Gründe, warum eigentlich immer morgens gerne laufen gehe, lieber als abends. Der erste Grund ist, keine Menschen. Es ist so gut wie keine Menschen.
Wenn, dann sitzen sie im Auto oder sie laufen auch. So. Zweiter Grund, der ist noch wichtiger, keine Menschen. Puh. Ich hasse das wirklich. Abgesehen von den Temperaturen in der Früh, die angenehmer sind. Ja. Jetzt Kilometer 5. Stickerl habe ich noch. Sieht das schon die Rogikalle. Dann ist es nicht mehr weit. Schauen, welchen Weg ich nehme. Ich schätze jetzt nur 2 Kilometer oder so. Dann habe ich das erledigt. Und dann sehen wir uns, wenn ich zu Hause bin. So, da bin ich wieder. Ja, ich weiß, ich habe viel geredet während meines Laufes. Und ja, ich denke mal, solche Läufe werden jetzt öfter kommen. Bis zum Ziel, bis zum Innsbrucker Trail Run Festival, 222 Tage ab heute und 209 bis zum Wiener City Marathon. Ja, bleibt mir gewogen, jetzt kommen wieder regelmäßiger Videos und auch auf Instagram und so weiter meine Läufe und kurze Statusinfos. Ja, bleibt mir gewogen, liked das Video, kommentiert, abonniert, was man halt so immer sagt. Und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.